Vom 1. Januar nächsten Jahres an gehören der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, ARD, auch der Mitteldeutsche Rundfunk, MDR, und der Ostdeutsche Rundfunk, ODR, an. Die entsprechenden Beitrittsvereinbarungen wurden heute in Hamburg unterzeichnet. Während der ARD-Hauptversammlung wurde der Beitritt der beiden neuen Landesrundfunkanstalten durch die Intendanten offiziell besiegelt. Der Mitteldeutsche und der Ostdeutsche Rundfunk müssen sich laut Beitrittsvereinbarung schlüsselgerecht am ARD-Programm beteiligen. Der Mitteldeutsche Rundfunk liefert zunächst 5%, der Ostdeutsche Rundfunk ca. 2% des Gemeinschaftsprogramms. Beide Anstalten wollen auch ein drittes Fernsehprogramm aufbauen. In Brandenburg soll außerdem eine eigene Regionalsendung ausgestrahlt werden. So sieht die Rundfunklandschaft nach dem Beitritt der beiden Anstalten aus. Mecklenburg-Vorpommern will dem NDR beitreten, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen etabliert sich der Mitteldeutsche Rundfunk und in Brandenburg gibt es den Ostdeutschen Rundfunk. Das ist eine große Chance für die ARD. Wir haben ja immer wieder aus den neuen Ländern berichtet. Wir haben die Korrespondenten aus Westdeutschland dorthin geschickt. Nun berichten die Korrespondenten aus den neuen Ländern für das ARD-Gemeinschaftsprogramm. Mit Champagner wurde die Erweiterung der ARD gewürdigt. Fragen des Finanzausgleichs sind in der Beitrittsvereinbarung nicht festgelegt worden. Die Intendanten der ARD beurteilten den Beitritt der beiden neuen Rundfunkanstalten als Meilenstein in der Rundfunkgeschichte. Mit Kreativität und Pioniergeist wollen die Mitarbeiter des Mitteldeutschen und Ostdeutschen Rundfunks neue Programmelemente in die ARD einbringen.